Amerikanische Modeikone Iris Apfel, bekannt für ihren außergewöhnlichen Modestil und ihren scharfen Sinn für Humor, ist gestorben. Die gebürtige New Yorkerin, die durch ihre große runde Brille, ihre farbenfrohen Outfits und ihren kurzen weißen Haarschnitt auffiel, war 102 Jahre alt. Apfel wurde 1921 als Sohn einer jüdischen Familie in Queens, New York, geboren. Er studierte zunächst Kunstgeschichte und arbeitete dann als Innenarchitekt. Unter anderem war sie für 9 US-Präsidenten an der Innenarchitektur des Weißen Hauses beteiligt. Sie arbeitete mit ihrem Mann Karl, den sie 1948 heiratete, als Teamdesignerin. Zu den Kunden von Apfel gehörten die Kosmetikunternehmerin Estée Lauder und die Schauspielerin Greta Garbo. Der Durchbruch als Stilikone gelang der Sängerin erst mit über 80 Jahren. Mit einer erfolgreichen Ausstellung ihrer Mode- und Schmuckkollektion im Metropolitan Museum in New York rückte sie 2005 ins Rampenlicht. Auch nach dem Tod ihres Mannes im Jahr 2015 arbeitete sie bis ins hohe Alter weiter. Entwarf in Zusammenarbeit mit einem Hersteller eine Brillenkollektion und arbeitete mit einer amerikanischen Baumarktkette an Entwürfen für die Raumdekoration. Ich denke, jeder, der sich für Mode interessiert und Fan von Iris ist, sollte sich die Dokumentation von Albert Meisels über Iris Apfel ansehen. Iris ist eine moderne, innovative und energiegeladene Ikone. Sie war ein wahres Genie, da sie wie keine andere auffällige Drucke und klobigen Schmuck hinbekam.